Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde von Was spielen wir? Abenteuer auf dem Reiterhof 3, Teil 687. Ich habe mir, glaube ich, jetzt den Reitsattel gekauft und den Turniersattel, ich bin nicht sicher. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Also ich bin etwas konfusiert. Weil ich habe nämlich hier auch jetzt meine Dinge, meine Unterlagen nicht da. Beenden. Von dem... Nein, beenden. Ah! Ich muss meine Anmeldung mit meinem neuen Sattel abschreiben. Helena wird mir sicher helfen. Ah, also zurück zum Hof. Und Helena wird mir sicherlich helfen, denn Helena... Ja, Helena... Ah... Ach Gott, wieso gehst du nicht raus? Endlich! Mein Gott! Ich sag's euch, der Tag war bis jetzt so gut. Und dann das hier. So eine Scheiße. Schneller. Reite schneller. Es kann doch nicht wahr sein. Du wirst doch wohl ein bisschen Gas geben können. Was ist das hier überhaupt? Ich reg mich jedes Mal über diesen Wald auf. Der ist total grün und... Aber gut. Regen wir uns nicht weiter auf. Es könnte noch viel Schlimmeres wie passieren, wie zum Beispiel... dass ich ins Kino gehen müsste und mir Doktorspiele anschauen oder sowas. Wie kann man sich nur sowas im Kino anschauen? Das... Falls ihr das Video jetzt irgendwann später seht, es gibt momentan einen Film bei uns im Kino, der ist so American Pie-mäßig gemacht. Ich habe nur den Trailer gesehen und den fand ich schon zum Kotzen. Also ich habe wirklich... Ich habe mir vor mir auf den Bildschirm gebrochen, als ich diesen Trailer gesehen habe. Jetzt im übertriebenen Sinn dargestellt. Die Akustik ist ja schön. Ich mag dieses Vogelgezwitscher hier. Das nächste Mal nehme ich ein Luftgewehr mit oder sowas, wenn ich mit meinem Pferd ausreite. Ja, so macht Mitreiten Spaß. Oh nein, oh Gott, jetzt mein Pferd ist abgekackt. Aber wisst ihr was, das stört mich heute gar nicht. Nein, denn das Vogelgezwitscher, das stimmt mich so. So schön, so... Das stimmt mich so... Stimmungsvoll. Ja. Also jetzt muss ich mich echt ein bisschen aufregen. Also das Pferd ist wirklich kacke langsam und trotzdem steigt der Drecksbalken nach oben. Jetzt nicht mehr. Doch! Habt das gesehen? Ist voll gestiegen, so eine Scheiße. Das reitet doch eh schon so langsam wie so ein langsamer Reitgaul. Frau von Kurbach? Wer ist das? Darf ich mich vorstellen? Daniel Steingräber. Oh Gott. Herr Schulz hat mir Ihre Telefonnummer gegeben. Oh, ist das dieser Ficker? Ja, worum geht es? Ich wollte Ihnen ein Projekt vorstellen, das Sie interessieren dürfte. Nein. Man hat Ihnen sicherlich schon gesagt, dass ich der Region helfen möchte, sich zu entwickeln. Ja, ja. Ich plane einen Komplex für Naturtourismus zu errichten. Eine perfekte Symbiose aus Luxus und Ökologie. Das hört sich wirklich spannend an, Herr Steingräber. Aber ich habe alle Hände voll zu tun. Ja. Selbstverständlich. Ich komme bei Gelegenheit wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, sagt man. Auf Wiederhören, wir sind doch am Telefon. Ah nee, weil die machen immer Bildtelefonie, also haben sie sich gesehen. Also ist auf Wiedersehen schon richtig. Ihr habt jetzt immer in den Folgen so ein bisschen nachgegrübelt, wie alt denn hier die gute Chrissy ist. Ja, also ich müsste auch mal, die müsste ja eigentlich so mindestens 20 sein oder Anfang 20 rum oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Sie sieht aber so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus 14 und 17. Irgendwas so dazwischen. Aber was geht's mich an, wie alt sie ist? Ich soll sie ja nur spielen. Na? Ja. Oh, Helena! Hackst du wieder an meinem Computer rum? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe den Sattel, Helena. Ja. Und ich habe echt langsam die Schnauze voll! Fuck! Genial! Jetzt kannst du dich anmelden. Ja, für jede Prüfung halt kannst du deine Kleidung auswählen. Ja. Oh, und Gott. Am Schluss bestimmst du ein Pferd und seine Ausrüstung. Okay. Ganz langsam. Oh, Moment. Da fällt mir noch was ein. Ich habe noch ein Pferd, den Fuchs, den ich irgendwie benennen muss. Da gehen wir jetzt mal rüber und benennen den Fuchs mal. Kannst du aber bitte schneller laufen? Ich habe schon zweimal hintereinander gedrückt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du, wenn ich drücke, nicht schneller läufst. Ne? Der Thomas. Oh, ich dachte, der wäre... Ich dachte, der Thomas wartet hier wieder. Der macht mir immer so Angst. Oh, der ist so beängstigend einfach, dieser Thomas.
Gott, hab ich immer Angst vor dem Typen. So, da ist Lizzie, da ist Fragezeichen. Und hier ist BG Stutier. 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 Und das hier. Das hier. Das hier wird eine Hommage an den Boris. An das echte Pferd. Und deswegen nennen wir ihn auch so. So, das ist der Boris. Boris. Trakliner Rotfuchs mit Nasenbläse. Nicht wo? Okay. Das ist schon mal... Du sollst es übernehmen, verdammtes Kack-Arsch-Drecks-Spiel, du blödes, doofes... Boris! So! Boris, kannst du überhaupt was? Boris. Ah, ihr könnt mal alle rausgehen auf die Weide. Ah, ich will sie auf die Weide führen. Um ein Pferd auf die Weide zu führen, klick auf das Weidesymbol. Ich hab's doch schon auf die Weide geführt. Um Stall zu führen, nein. Klick auf das nein. Pferd. Nein. Wenn du da ein Pferd herren möchtest, wo du herkommst, nein. Dann klick auf den Pfeil unten links. Wenn du das Pferd dahin schicken möchtest, wo du herkommst? Was? Ach nee, wenn ich? Oh, die Box ist ganz leer. Oh. Oh, da sind sie alle auf der Kappel. Stuti, willst du auch? Ich hoffe, der Boris ist ein Wallach. Ja, er scheint sich auch nicht so sehr für den Arsch zu interessieren. Gut. Dann holen wir nochmal Lizzie. Und Lizzie kommt auch drauf auf die Kappel. Lizzie. Lizzie, du bist schon wieder total schmutzig, du blödes Schmutzkackpferd. So, gut, ihr habt es ja schön da draußen, steht auch gar nicht irgendwie total belämmert so in der Gegend herum. Und deswegen kann ich jetzt auch endlich das hier mit Helena mal machen. Habe ich mich ja schon um die Pferde gekümmert. Weil Thomas, der ja eigentlich, dessen eigentliche Aufgabe es wäre, sich um die Tiere zu kümmern, nicht auffindbar ist. Das ist natürlich wieder sehr mysteriös, aber vielleicht kümmert er sich ja auch irgendwie um was... anderes oder um seinen eigenen Kram oder so. Wer weiß das schon. Könnten wir Helena fragen, ob sie weiß, wo ihr Kackbruder ist. Genial! Jetzt kannst du dich anmelden. Für jede Prüfung kannst du deine Kleidung auswählen. Und am Schluss bestimmst du ein Pferd und seine Ausrüstung. Hör auf! Oh, sie macht's, wenn ich die Leertaste drücke. Okay, cool. Quirlt ein Parcours, Hindernisparcours. Wir fangen mit dem schwersten an, würde ich sagen, der Dressurparcours, oder? Großer Preis von Westfalen. Anmeldung. Und die Klamotte? Oh, cool. Leute, guckt euch das mal an. Was sieht denn da gut aus? Oh, so schönes Nazi-Braun. Ich bin der Reichsreiter. Crashy, die Reichsreiterin. Nee, komm, wir machen so. Wir machen offiziell, oder so. Geht nicht schwarz? Ganz normal schwarz, wie sich das gehört? Nein? Geht das nicht? Das ist ja wirklich furchtbar. Dann nehme ich vielleicht dann doch braun, weil es zu den Haaren passt. Gott, sieht das scheiße aus mit dem dreckigen Helm. Oh. So, okay, los. Weißt du, so viel sind drei verschiedene... Oh, wow, cool. Auch wieder, so kann ich auch wieder so Nazi-Style nehmen. So, nee. Nehmen wir dann doch mal die hellen, die sind gut. Die hellen und dann die dunkle Hosen. Und dann... alles nicht so toll, ne? Ach, das sieht alles kacke aus. Bisschen Farbe ins Spiel bringen, oder? Das Senfgelb gefällt mir gar nicht, wenn man das so... Tut mir leid, aber es sieht ja wirklich ganz furchtbar aus. Ich habe das doch schon gewählt. Ach, das ist für Springreiten. Ja, das lasse ich gleich, da ändere ich nichts. Oh nein, ich will den Lizzie nicht nehmen. Oh, ich kann das... Oh scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, welches das beste Springpferd ist. Welches ist denn jetzt das beste Pferd? Ist das Stuti? Boris? Oder Lizzie? Woher soll ich das jetzt wissen? Oh, das muss ich dann vorher wissen, oder was? Nehmen wir Stuti. YOLO, oder? Ich weiß auch nicht. So, und nehmen wir den grünen Sattel. Mal ein bisschen was anderes. Oh, ich kann ein anderes Satteldecke. Oh, jetzt wird ja richtig interessant hier. So ein bisschen umdesignen. Oh, ich hätte gern weiße. Wieso gibt es da keine weißen Gamaschen? Nehmen wir die blauen, die passen so ungefähr dazu. Nee, das finde ich so langweilig. Das hatten wir jetzt die ganze Zeit. Nehmen wir die blauen, so. Gut, wir nehmen Stuti und mit den blauen Gamaschen und dem grünen Sattel. Joa, oder? So, jetzt bist du angemeldet. Alles Weitere liegt in deiner Hand. Ich weiß nicht, ob das gut war. Vielleicht hätte ich für Springreiten jemand anders benutzen sollen. Das müssen wir beim nächsten...
Beim nächsten Mal müssen wir das bedenken. Oh, fuck. Die Organisatoren des Wettkampfes haben angerufen. Fahrzeug für den Pferdetransport zur Verfügung stellen. Aber was soll ich jetzt machen? Laufen. Das ist dein Problem. Wir Ach so. Wir haben einen alten Van in der Garage am Ende des Hofes. Aber der Schlüssel ist verschwunden. Gott. Der Schlüssel ist verschwunden? Was kannst du überhaupt? Das kann ja wohl unmöglich dein verdammter Ernst sein. Der Schlüssel ist verschwunden. Du wohnst doch hier seit Jahren. Oh, wir haben da einen Van, aber der Schlüssel ist verschwunden. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht. Ah, Gott, welche Hassgefühle ich gerade hege, dieser scheiß Thomas. Ach so, und Helena hat sich währenddessen aus dem Zimmer teleportiert. Naja, gut. Sie kann das ja anscheinend auch. So, wo kann jetzt dieser Kack-Autoschlüssel sein? Gott, Thomas, du pisst mich gerade so an, ey. Das ist ja echt unglaublich. Fällt mir nichts zu ein, wirklich. Wo sollen die Autoschlüssel schon sein? Woher soll ich denn wissen, wo die Autoschlüssel sind? Ich bin ganz neu hier angekommen. Oh. Leute, ich sag's auch. Manchmal kann ich mich schon über sowas aufregen, nicht wahr? Aber nur manchmal. Meistens bin ich ja total ruhig und entspannt. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Was hier so los ist. So, okay. Also die Autoschlüssel sind weg. Jetzt ist die Frage, wie kann ich... Ich es irgendwie schaffen, an Autoschlüssel ranzukommen. Warum ist denn da eigentlich... Okay, kann ich nicht dran rumfingern. Schade. Ich dachte mir, da lägen vielleicht Autoschlüssel drin oder so. Kann ich auch nicht rein. Oh, ja, und wer kann mir jetzt bei den Autoschlüsseln helfen? Das ist ja der alte Van. Ach, meinst du, das geht erst, wenn ich das Ding hier renoviert habe oder wie? Oder wie sieht das aus? Oder was muss ich jetzt unternehmen, was die Schlüssel angeht? Ich gucke mal in mein Tagebuch. Mit Helenas und Christians Hilfe konnte ich mich zum Wettkampf anmelden. Jetzt muss ich nur noch gewinnen. Okay. Was wollte denn der doofe Thomas mit dem scheiß Auto? Ich muss da irgendwie hinkommen, oder? Oder soll ich reiten? Soll ich dahin reiten? War das jetzt... Oder was... Oh Gott, das ist Helena. Ich wette, der Schlüssel ist da reingefallen. Helena? Helena? Wehe! Warum bist du so traurig? Ach, ich bin noch nicht traurig. Ich kann nicht transportieren. Oh. Thomas hat mir von dem Van erzählt, aber niemand weiß, wo der Schlüssel ist. Hey, ich weiß aber, wo der Nachschlüssel ist. Beim Spielen mit Johanna ist uns der Schlüsselbund in den Brunnen gefallen. Super! Aber dann sind die Schlüssel doch verrostet. Nein, der Brunnen ist schon seit Jahren ausgetrocknet. Wir können sie wiederbekommen, wenn wir einen Weg finden, auf den Grund des Brunnens zu gelangen. Das ist so unglaublich. Ah, oh, wir haben da gespielt und da ist der Schlüssel reingefallen, aber wir haben es mal keinem gesagt, weil, naja, es gibt bloß Ärger und wir haben keinen Bock auf Ärger. Also ich brauche wohl ein Seil oder so, oder? Oder so. Ich dachte, da braucht man ein Seil für, wenn man da runter sich lassen will. Nein? Dann bin ich da wohl falsch informiert. Ich dachte, dem wäre so. Ja, sie redet nicht mit mir. Thomas! Thomas, ich will auf den Grund des komischen Kack-Dings da Brunnens. Alter. Du Sack. Komm her. Wie ich dir bereits gesagt habe, wir haben den Schlüssel verloren. Ich weiß. Also glaube ich nicht, dass du an dem Wettkampf teilnehmen kannst. Schnauze. Ich muss den Schlüssel für den Van wiederfinden. Nur dann kann ich am Wettkampf teilnehmen. Oh Gott, nervt dir. Der Typ nervt so krass. Das ist ja, das, also da, da, oh. Vor allem auch, was sind denn das für Geschichten da? Dann verlieren die den Schlüssel beim Spielen mit dem Autoschlüssel. Wer spielt denn mit einem Autoschlüssel und dann fällt er in den Brunnen und dann lassen sie ihn da drin und den Zweitschlüssel haben sie dann nicht mehr. Ja, ach, naja. Na, der eine Schlüssel findet man zwar nicht mehr, aber der andere Schlüssel... Ach komm, da könnten wir ein bisschen mit Fangen spielen. Ach, ist in den Brunnen gefallen. Naja, egal. Egal, wir werden eh alle sterben. Weißt du so? Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Helena sagt, auf dem Grund des Brunnens lege einen Ersatzschlüssel. Finden für den Van. Ich muss einen Weg finden, von dort heraufzuholen. Nein, also da sind Sachen drin. Ach, ist doch... Wie soll ich denn den jetzt da hochholen?
Da bräuchte ich ja hier wirklich irgendwie so ein Seil oder so. Da ist doch, da hängt doch da was. Wieso kann ich das nicht nehmen? Diesen Kackschlauch. Wieso kann ich diesen blöden Schlauch nicht nehmen? Verdammt nochmal. Das ist ja auch das einzige Gebäude, in das ich rein kann. Vielleicht liegt da noch irgendwas. Gucken wir mal. Na. Ah, okay, das war wieder rausgehen. Bing. Wo geht's eigentlich dahin? Oh, da liegt ein Seil. Ob das funktioniert? Ja. Yeah. Wir bräuchten eine Art Haken. Eine Art Haken? Ich gebe dir gleich eine Art Haken, du. Du kriegst gleich einen Rechts- und einen Linkshaken. Das könnten wir doch als Haken benutzen, oder? Diese Kackschere. Komm schon, komm schon, komm schon. Nice ass. So, wenn ich jetzt mal... Nee, da brauche ich gar nicht reingucken. Was könnte ich denn jetzt als Haken benutzen? Ist hier noch irgendwas? Warum kann ich da eigentlich nirgendwo hin? Ich verstehe noch gar nicht so, wie dieser Raum hier aufgebaut ist. Ach doch. Ah ja. Okay, jetzt verstehe ich.